Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Escape Plan. Mein Name ist Suicide Snowman. Dies ist ein neues Spiel auf meinem Kanal. Ich habe es bereits mal ganz kurz angezockt, um mir die Steuerung anzuschauen und überhaupt zu wissen, was es für ein Spiel ist. Denn ich hatte es schon länger installiert, aber nie gespielt. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert, zumindest von dem, was ich bisher schon gesehen habe. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Escape Plan. Ein berührendes Abenteuer. Basierend auf einer wahren Geschichte. In den Hauptrollen Lil und Lark. Lil wurde von Bakuki gefangen und erwartet sein Schicksal. Vielleicht kannst du helfen. Abgang nach links. So, und da sind wir auch schon. Lil. Ja, mit X können wir mit Objekten interagieren. Zum Beispiel hier. Lil steht jetzt auf. Wir sehen nicht wirklich was. Aber jetzt. Ja, mit dem D-Pad können wir uns bewegen, mit dem Analogstick hier steuern und ja. Klopfen wir einfach mal, Tür geht auf. Erstes Level ist geschafft. Stoppen oder stürzen. Wir bekommen jetzt auf jeden Fall mal eine ganze Weile Räume gezeigt, bei denen wir die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere lernen. Und was man so mit der Umwelt machen kann in diesem Spiel. Die kleinen Dinge. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wir haben einen großen runden Kreis auf dem Bauch. Das ist eine Null. Und die steht auch oben links neben Lils Porträt. Denn diese Zahl gibt an, wie oft wir bereits gestorben sind. So. Auch die kleinen Dinge können im Weg sein, ne? Nochmal weiter. Ist auch noch im Weg. Können wir nichts machen. Da oben war Lark. Andere Seite. Mit R2 ziehst du Objekte zu dir. Da. Können wir schön rausziehen hier. Dann können sie auch wieder reinstupsen. So, falls jemand hinterherkommt, ne? Vorsicht, Spalt. Nein, das ist doch kein Problem hier. Ha, war mal schnell genug. Vorbeiflug. Jetzt wird's witzig. Ich find's nämlich ganz krass. Es muss wohl Kaffee sein. Ich glaube da zwar noch nicht so ganz dran, aber es muss wohl Kaffee sein. Denn Lil zieht jetzt ordentlich durch. Was haben wir hier jetzt? Feuerprobe. Da ist Lark und das sind, das sollen wohl Schafe sein. Wieder verbrannt werden. So. Schalter. Und hier kommt der Touchpad vom
PlayStation-Controller zum Einsatz. Laufen wir mal weiter nach rechts. Ja stimmt, wir können das jetzt ja rausziehen hier. Das Pferd lag mit den Schafen in die andere Richtung. Nicht in den Verbrennungsofen. Hier wird Lark Recycling betrieben. Lark entkommt knapp dem Recycling. Das war nicht Bakukis Plan. Die Produktion ist zum Stillstand gekommen. Niemand entkommt Bakuki! Quetschen und quieken. So, Lil wieder alleine. Und gibt sich den Kaffeerausch hin. Genau, das war die Geschichte. Da müssen wir schnell genug sein. Klopfen wir mal. Nichts. Wupp, weg sind wir. Sprint. Noch mehr Kaffee. Oh, wow, wow. Ja, ja. Und geschafft. Da hinten ist auch wieder Lark. Hallo. Wir sind jetzt bei Lark. Okay, wir haben jetzt oben rechts Larks Porträt, deswegen wir spielen jetzt Lark. Der ist schon da oben. Das Spiel ist auch nicht unbrutal, finde ich. Also so wie das Blut hier spraddelt, das ist krass. Ziehen wir hinter uns wieder zu. Da oben ist Bakuki. Weg. Die graue Meile. So, da haben wir was mit Strohn. Schaf. Ich wollte gerade sagen, das Schaf ist doch im Weg. Hässliche Dinger da unten. Krass. Anhalten, ziehen, laufen. Das ist schnell genug. Kann man nichts, hätte man nicht ausmachen können, nö. Gefährliche Pfeile. Ja, wir wissen, und das Publikum lacht dabei, ne? Vor allem, wir haben ein Publikum. Aber was wir machen können, wenn man an die Wand klopft, lockt man Gegner an. Das heißt, wir klopfen jetzt mal hier hin. Und wir sind so blöd, stehen zu bleiben. Das ist unser Vorteil. Die Gegner sind blöd und bleiben stehen, kennen ihre eigenen Fallen nicht. Das ist natürlich ein... Wow. Riesenvorteil. Das war knapp. Wenn man R1 drückt, dann zentriert man den Cursor immer über dem jeweiligen Charakter und folgt diesem dann auch mit der Kamera. Großer Durchbruch. Bakukis, geh weg! Hat sich dir so die Hände gerieben, ey. Die Tür ist für uns zu klein. Aber... ja. Wir sind groß und können... Badums! Mit L1 und R2 kann man zwischen den Charakteren wechseln. In den nächsten Raum. Bett machen. So, schauen wir uns das erstmal an. Okay. Da sehe ich doch schon, was wir tun müssen. Bleib stehen. Lil hinterher. Auch stehen bleiben. Und schön auf der Matratze landen. Beide weiterlaufen. Da ist ja auch ein Bild. Wow. Nicht bemerkt. Krass. Gut gelüftet.
Das ist sowas, finde ich kacke. Weil man kann hier zwar auf dem Touchpad schön rum... Das funktioniert heute irgendwie viel besser als beim Ausprobieren. Okay, ich will nichts sagen. Funktioniert doch. Was machen wir hier eigentlich? Ah, wir öffnen die Tür durch die Kreiselbewegung. So, geschafft. Ausgepumpt. Hier haben wir bösen Rauch. Den machen wir jetzt dicht und schicken die beiden jetzt los. In Hoffnung, dass es dicht bleibt. Kann man das eigentlich auch wieder wegziehen? Nö. Fortsetzen. Aufstieg. Nehmen wir wieder Rauch. So, und verdammte Scheiße. Aufstieg. Die zweite. Ein Tacken länger warten. Lil hat jetzt so eine hübsche 1 auf dem Bauch stehen. Es ist doof. Na gut, sie ist noch durchgekommen. Oder er. Ich weiß nicht, ob Lil... Ich kenne ja die Welt nicht. Schauen wir jetzt hier. Ah, nach oben. Hab gerade gedacht, es geht auch nach unten, deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Aber nö. Tut nicht. Jetzt ist Lil einmal gestorben, Mann. Fortsetzen. Das ist der einzige Weg. Okay. Also Moment, Lil, du gibst dir erstmal hier die volle Kaffeetröhnung. Und jetzt. Bakukis! Geh weg! Du hast ja nichts zu suchen. Noch ein Knopf. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Ich meine, ich wusste zwar schon, was passiert in dem Level, aber... Ich hab gedacht, der fällt jetzt irgendwie seitlich runter. Und Lil kann jetzt weiterlaufen. Oh, oh, oh! Lil ist zweimal gestorben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Lil uns am Ende von diesem Spiel nicht mögen wird. Ein bisschen rauszoomen, zack, zack, zack. Und rüber boosten. Drück den Knopf. Lauf schon mal nach rechts. Das ist jetzt aber hier Highspeed. 3 Sterne. 26 Sekunden und 66 Hundertstel. Tief durchatmen. Oh ja. Ein bisschen weiter habe ich noch gespielt gehabt, aber das war es dann auch schon. Aber das kenne ich schon. Oh, das ist so geil. Tada! Wie sich das anhört. So geil. Nächster Raum. Leicht zu drücken. Düpp, 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 düdelül. Achtung! So gut, ey! Das ist vielleicht so ein Männerding, dass man darüber lacht, aber ich find's total geil gemacht. So, da sind wir schon wieder im nächsten Bereich. Los, nimm einen tiefen Zug. Die große fette 2 da auf dem Bauch stört mich irgendwie. Rüber. Und beim einmal Luft ablassen bleibt man auf der Höhe dann stehen. Beim zweiten Mal sinkt man ab. Und beim dritten Mal landet man dann wieder auf. Also ist man dann wieder leer, sozusagen. Zack.
Mit Kreis löst man sich übrigens von diesen Auftankstationen, ich sag's mal. Bup. Warten auf den Tod. Aber wir warten das nächste Mal auf den Tod, denn diese Folge für heute ist beendet. Ich würde mich freuen, wenn euch meine Videos gefallen, natürlich nur, einen Daumen nach oben da lasst oder auf dem Kanal vorbeischaut. Und wenn euch meine anderen Videos auch gefallen, könnt ihr den ja auch abonnieren und bleibt immer auf dem Laufenden. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Escape Plan. Bis dann, ciao.